Willkommen bei einer weiteren Runde Dead by Daylight. Heute spielen wir Kill Your Friends. Der liebe Pleb ist der Killer. Dann gibt es noch Unterwäsch, Martin, Strobel und mich als Survivor. Und das ist das erste Mal, dass der Pleb ein Killer spielt. We are all excited. Oh, da hört man ja schon direkt, wer es ist. Das ist das Kartenintro. Ah, fuck. Schein nimmt er den trotzdem, den Plöpp. Ne, er hat was mit Heartbeat. Du hast schon Heartbeat? Wer ist das hier? Amo? Ich. Ah. Er ist ein Trapper. Trapper? Wer ist das? Hi. Wie, du verkackst das. Oh, er ist im... Genau gegenüber. Fuck, ich darf ja gar nicht so viel sagen. Der Plepp, der hört mich ja. Cool. Hat er? Vielleicht hätten wir ihm vorher sagen sollen, er soll es nicht nehmen. Er scheint hier auch was zu bewachen. Ups. Das sagt er zu mir, ich soll es nicht verkacken, verkackt selber. Knapp ist. So, an ihr geht es das Haus, wo wir gerade waren. Okay. Er kommt in uns. Nein! Ist das dein Ernst? Kommst du raus? Ich bin raus. Ich mache das Totem weg hier. Also. Okay. Bevor er dann hergelaufen ist. Bye! Ich häng. Er stellt genau eine Falle vor mir. Schlaukopf. Jetzt campt er ja auch noch. Nee. Er geht da, wo ich gerade, wo der Jen jetzt fertig war. Jetzt guckt er. Na, guck weiter. Guck. Put. Denk an Hortground, wer auch immer da ist noch. Ich weiß. Ich gehe mal an. Pass auf, genau vor mir ist eine Falle, nicht da reinlatschen. Ist das dein Ernst? Was ist passiert? Keine Ahnung. Denk noch ein bisschen ab. Jetzt macht er sie nochmal hin. Ja, es war ablenkend nur für ihn. Er ist hinter mir her gerade. Ich zieh ihn einfach die Straße runter. Pass auf, ich hab den Leier. Thanks. Das neue Haus. Ja, so aus wie das Marius Haus. Nee, jag mich noch. Okay. Fuck. Ja, ich war angeschlagen. Nein! Straight verkackt. Jetzt genau wie er zog, hab ich dich. Zack, erstmal noch einen drüber. Du raus jetzt. Herzog raus in meine Weide und bringst dann über mich drüber. Er geht hinter mir, ich zieh mal die Arme auf, das in welche Richtung ich hänge. Zwischen den zwei Häusern hier. Jetzt geht er gerade raus auf die Straße. Kommt zurück. Ja, mach, hilf mit! Willst du sehen, Marien? Ja. Straße runter. Alter! Er geht Richtung Meyers Haus hinten dran. Ja, dann komm vorbei. Komm. Ich seh dich. Oh.
Oh. Alter! Nervst du? Ja, komm. Ja. Fuck, ey, wieso hat er mich gesehen, der Sack? Hau ab! Okay. Auf der Seite, wo Martin gerade umgeklatscht worden ist. Wo liegt neben Mark und Tal? Wo geht er hin? Er läuft hier rum. Ja, Phil, ich bin auch rum. Hast du einen gegeben? Ja. Links hinterm Zaun von mir aus gesehen. Er kommt zurück. Er läuft in Richtung Straße. Ich sehe ihn nicht mehr, die Bäume sind im Weg. Scheinbar hinten, wo die Fackel aus der Kacke fertig gemacht hat. Ja, aber ich hätte jetzt woanders mal langlaufen, zwecks runterholen vom Haken. Aber irgendjemand ist in eine Falle gerannt, oder? Nee. Ja, ich habe wieder Heartbeat hier. Er ist wieder hier. Dreckscamper. Okay. Camper! Aha, er ist also ein fucking Camper, ja? Er lacht nur. Lauf. Anni, bei dir da oben im Haus, wenn du hinten rausgehst auf das Vordach, da ist eine Tasche. Sanikas. Ich glaub's, er respektiert Paletten. Nee, echt? Ist er bei dir? Ich zieh ihn gerade auf die Straße. Ja, okay. Pass auf, ich bin am Ende der Straße, an dem Ausgang. Wir sind beim anderen. Halb offen. Hat von mir ab. Ah, fuck! Leck! Leck! Alter! Hab ich eben Glück gehabt! Bei uns ist offen. Bei uns ist offen. Ich weiß halt nicht, wo er ist. Geh einfach raus. Ja, hier noch in der Nähe vom Ausgang hier, wo du gerade warst. Jetzt nicht mehr hart, wie das weg. Hartbeen kommt. Er kommt. Hey, du Arsch. Da hat er mich schon mal getroffen. Ja, geh doch, Strobel. Soll's sehen. Hey, es buggt bei mir. Er meinte, es buggt bei ihm. Ich kann ihn nicht aufheben. Wen kannst du nicht aufheben? Bei mir liegt hier jemand. Da ist keiner. Sind alle drei raus. Es sind alle raus. Nur noch Strobel. Fast, außer Strobel. Wo ist Strobel? Such Strobel. Such Strobel. Gib mir meinen Tipp. Call 911. Call 911. Call 911. Geh einfach, bei ihm leckt's. Er ist raus. Ja, du musst dich erst entmuten. Okay, das war echt scheiße. Ich hab vor allen Dingen Martin von der Tür weggezogen bei mir und jetzt am Ende hab ich mich mit Dan gehauen und eigentlich aufgehoben. Das hat bei mir einfach nur gepackt. Tja, was soll ich dir sagen? Manni, hatte ich dich bei dir? Nein, bei mir warst du kurz stehen geblieben, da bin ich weggerannt. Ja, klar, ich bleib einfach stehen. Martin, gehst du mal aus dem Dings? Martin ist ja Killer, stimmt. Martin ist Killer, ja. Und dadurch, dass er sich das Game gewünscht hat, gehe ich wirklich ganz stark davon aus, dass er Doktor? Ja, Seelenruhe regelt. So, du bist ja der Schlüsselmeister. Wie funktioniert das hier so? Up next, Ruin.
Michael! Okay, dann spielt er ein Scratch Mirror, Mike. Gibt's hier auf dem großen? Ich wollte gerade sagen, gibt's hier keinen. Oder ein Tombstone, Michael. Ich bin auf dem großen Schiff, Leute. Es kann gerne jemand kommen und mir helfen. Ich bin auch gerade am Generator dran. Ja, weil er denkt, weil er noch Rune hat, dass keiner an den Gen geht. Ja, man muss halt bloß immer ganz kurz rangehen. Dann geht das. Immer noch in der Nebenschicht. So, er hat mich verloren. Oh. Okay, er hat den nächsten gefunden. Ich hab ihn. Nein! Oh, Entschuldigung. Das ist direkt noch so ein Hex ist. Oh, okay. Weißt du, was jetzt ist? Oh mein Gott. Anni hat das Internet gelöscht? Nee, noch nicht. Kann das mal weitergehen? Alter, bei mir geht das so langsam weiter. Oh, er ist hier, Lenk ihn ab, ich sitze in der Hexe. Lenk ihn ab! Mach das Totem kaputt! Nee, Haunted Ground. Scheiße! Oh mein Gott. Geht weg! Nicht schlagen. Er ist hinter mir! Oh, kommt schon. Wer ist jetzt? Oh mein Gott. Oh. Wuhu. Also so lange wie der mich gestalkt hat, der spielt einen Tombstone, Mike. Der spielt was? Tombstone, Mike. Das heißt, sobald er Evil Within 3 hat, kommt er von Evil Within 3 nicht runter und kann uns direkt... Okay. Das ist scheiße. Und keiner hat sein anderes Totem gefunden? Bisher nicht, ne. Ich mach gerade das zweite Totem kurz, leuchtet aber nicht. Ich schau gerade mal, wo das nächste sein könnte. Er ist gerade auf dem Boot. Hinten, wo der Antrieb ist, habe ich ihn gerade gesehen. Ich hab das Totem. Ich geh zu und weg. Noch und weg. Ich geh mal mitten über die Map, um ihn abzulenken. Sie hat es einfach abgebrochen! Er ist bei mir. Er weiß, wo sein Totem ist. Natürlich. Ich weiß leider nicht, wo du bist. Jo, danke. Hinten an dem Maprand auf jeden Fall. Beim Shake am Maprand. Das ist auch ein Gen. Okay. Jo, danke. Und der hat bei mir einfach abgebrochen. Alter, irgendwas ist mit der Internetverbindung warten muss. Ja, falsch. Ist er da immer noch? Ja, der verfolgt mich. Check am Rand. Okay. Ich bin jetzt unter dem. Wow. Ich zieh durch zum Check jetzt gerade. Vom Check aus rechts. So, ich lenke ihn mal ab, Leute. Wenn er überhaupt bei mir ist. Wo ich hänge, dann weiter hinter. Also hinter diesem. Okay, er ist bei mir, ich zieh ihn weg. Anni, Vorsicht. Ist das Totem jetzt weg oder nicht? Nein. Okay. Ich sehe es auch nicht. Ich such's gerade. Hm.
jetzt mal holst, wäre das schon geil. Das war der Vater. Ja, ich hol dich runter. Ja, komm. Ja, es ist mich. Jetzt hat er. Oh nein. Faser hat gerade angefangen. Super. Lass mal zum Totem laufen. Ich zeig dir mal ein ganz hinten am Map ran. Mhm. Und dann da vorne links. Und dann da vorne links. Er kommt grob in eure Richtung. Blue! Ah, ich hab hier einen Tod. Ah, ich hab's. Okay, ich mach. Blue aus! Autsch! Okay, er hat mich. Es ist weg. Okay, ich häng. Ich gehe zu Strobel. Er geht in die Richtung von dem Totem. Jo. Plepp wurde getroffen. Alter, ich bin mir wieso! Okay, Clap hey liegt. Ich bin gleich instant geworden, weil ich war schon in der Phase 2. Zieh durch zu Anni, ich mach Selfcare. Er geht zu dem, der sich hielt. Grob. Jetzt geht er zu dem, der sich versteckt bei mir in der Nähe. Ja. Wieso kann ich dir nicht helfen? Ich kann selber heilen. Ja, Scratch Mirror. Autsch. War schön. Autsch. Okay, ihr beide müsst es jetzt hinkriegen. Doch. Wir müssen nur noch 4 Gens machen. Einen habe ich gemacht. Irgendwie liegt Strobel. Ich bin auch tot. Na, kriegst du dich? Er kommt hoch. Na, geh weg. Vor allen Dingen, du bist ja auch noch verwundet. Fuck. Ich hätte erfreut, dass ich ihn
Ich hätte ihm den Stretch Mirror Michael nie zeigen dürfen. Was heißt das überhaupt? Das ist der Warhack, Michael. Ja. Dead. Ich hätte ihm den Stretch Mirror Michael nie zeigen dürfen. Aber echt. So Leute, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.